Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Alienware mit Intel Core i7 Prozessoren. Auf geht's! Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen back zu einem neuen Video. Ihr könnt euch schon mal alle freuen, denn nächsten Monat, ich weiß nicht ganz das genaue Datum, ich glaube der 10. Der 10. ungefähr so um den Dreh, findet die Gamescom 2015 statt in Köln. Dort werde ich auch sein, dort werde ich mit meinem neuen Alienware Laptop, den Alienware AW15, werde ich dorthin fahren und dort Gameplay aufnehmen. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich den habe, weil ich hatte noch nie die Möglichkeit, irgendwie Gameplay aufzunehmen, wenn ich auch woanders bin, außerhalb zu Hause. Und jetzt geht das, ich nehme einfach mit den Laptop in die Tasche, Aufnahmegerät, ist ja ein ganz kleines Aufnahmegerät, fahre ich dorthin und dort werde ich mit anderen Call of Duty YouTubern Black Ops 3 zocken und für euch aufnehmen und euch eine Menge Gameplay-Beat liefern. Und ich hoffe, ich darf viel hochladen. Ich hoffe es sehr. Und das wird eine Menge Spaß und darauf freue ich mich extrem. Deswegen, ja, ich habe heute ein spannendes Thema dabei, also bleibt dran. Wir reden gleich drüber. Seid ihr gespannt? Seid gespannt. Hört auf, ungespannt zu sein. Angespannt. Seid gespannt. Okay, okay, auf Jemen. 6 Kills, das lässt sich auf jeden Fall einholen. Auf jeden Fall. Ja, heute geht es darum, dass wir heute Abend das Call of Duty Cellos Turnier stattfindet. Das Call of Duty Cellos Turnier ist ein Turnier, wo, ja, verschiedene Teams gegeneinander spielen. Habe ich euch wahrscheinlich schon erwähnt, verdammt. Das war richtig schlecht. Und ja, heute Abend spielen wir gegen das Team von Apocalypto Red. Mit meinem Team, also da bin ich drin. The Solution ist dann, nice, MC, SMC. Ich bin leider hier noch nicht Level 16, 55, meine ich. Deswegen habe ich noch ein paar Nachteile leider mit den Klassen. Da ist jemand. Oh mein, alter Schwede, ist das ein Ernst? Ist, alter Schwede, okay, da wurde ich geowned. Zum Teufel, ist aber nicht so schlecht. Natürlich. Was hat er für eine Waffe? Ach, das ist ein Deutscher, ja, logisch. Logisch, dass die besser sind als irgendwelche Amerikaner. Achtung, feindliche, war ja logisch. Oh mein Gott. Alter, war's knapp. Was hast du für eine Waffe? Natürlich die SKH. Gegen das, also heute X-Solution, ich. Puzzle. Boah, halt deine Schnauze. Puzzle und. Giorgio. Achtung, feindliche. Gegen Apocalypto Red. Apocalypto Royal. Oh, hätte ich den noch ermordet, ne? Apocalypto Red, Apocalypto Royal. Ich glaube, Zockerritze oder wie er heißt. Nicht ganz sicher. Hat er eine Ritze? Denkt ihr. Meint er seine Arschritze damit? Okay, na gleich Spaß. Ich respektiere meine Gegner ziemlich, muss ich sagen. Also so ist es nicht. Sollte man immer tun, egal wie schlecht man von den Gegnern denkt. Feindliche Vorräte, also wie skilllos die sind. Egal wie man denkt. Also es spielt keine Rolle. Aber man sollte sie immer respektieren und das tun wir auch. Weil ich denke, sie sind wirklich gute Spieler. Und ja, ich werde aber mein Bestes geben. Und dann ist noch ein. Ich glaube, ein Mädchen ist auch noch dabei. Ey, nice. Wow. EMP-Systeme in Bereitschaft. Da hatte ich echt Glück. Und ja, heute 20 Uhr nicht auf Twitch. Ich sag's jetzt extra dreimal, damit jeder von euch Bescheid weiß. Nicht auf Twitch, nicht auf Twitch, nicht auf Twitch. Okay, das waren insgesamt viermal, verdammt. Sondern auf YouTube. Und ja, dort werden wir Gas geben. Die Gegner mal ordentlich durchfisten. Und ich hoffe, das haben sie genauso vor. Und das wird auf jeden Fall ein spannendes Match. Ich habe bis jetzt fast jedes Match gesehen. Leider nicht jedes einzelne. Das Problem war, dass ich abends zum Fitness muss. Das ist bei uns so Standard. Bei meinem Kumpel und mir. Und ja, deswegen konnte ich manche Spiele nicht ganz verfolgen. Aber ich habe mir die Matches im Nachhinein nochmal angeschaut. Die werden noch hochgeladen. Aber live ist natürlich immer wesentlich besser. Oh Gott. Habt ihr diese Reaktionszeiten gesehen? Oh yeah, baby. Das nenne ich Skill. Oh yeah, baby. Hi. Nein, nein! Dieses Arschloch. Ich habe eingeholt. Nice. Ich hätte fast sogar meine Killstreaks bekommen. Feindliche Drohne nähert sich. Ich habe ein paar Klassenveränderungen gemacht. Also meine Klassen sind mittlerweile so ein bisschen anders. Und ja, mir gefällt das so ganz gut, muss ich sagen. Oh, 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 oh. Ah, oh, hi. Von wo kommst du denn, du Loser? Von wo kommst du denn? Okay, nimm das, nimm das, nimm das, nimm uns. Oh, ey, ich habe jemanden getroffen. Wo bist du? Zeig dich, mein Freund. Oh, der ist da doch. Der Taktikmaske und alles dabei. Ich sehe nicht. Hallo? Ach, da bist du, Mann, Alter. Das muss man nicht immer 10 Jahre suchen, ey. Ja, genau wie dich. Typisch Deutsche in der Lobby. Die Deutschen jumpen immer. Also, wenn ihr Deutsch seid, bitte jumpt, dann müsst ihr nicht mal in euren Clan-Tag Deutsch schreiben und man weiß das. Oh mein Gott.
Okay, mit der Scorpion ist natürlich eine OP-Waffe. Ja, genau. Okay, das war unfair. Ich bin da gerade erst gespawnt, okay? Ich bin da gerade erst gespawnt in das. Hier, kannst du damit spielen. Wird zu Weihnachten, du Loser. So, von hier unten kommt jemand. Ah! So unnötige Tode! Habt ihr's? Haha, der Loser. Was ist für eine Waffe? Yay! 1,94. Boah, kennt ihr das, wenn ihr die Waffen noch nicht habt, aber sie gerne haben wollt und immer andere Waffen aufheben müsst? Und, boom! Okay, wir müssen auf jeden Fall auf die andere Seite. Oh, das war Glück. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, welche Waffe ich draußen habe. Aber ja, nicht vergessen, ich verlinke euch das nochmal in der Beschreibung. Oh, da kommt von da. In der Beschreibung verlinke ich euch das nochmal. Da könnt ihr dann, ja, das live verfolgen. Was ich noch dazu sagen muss, Competitive Games sind was... Oh mein Gott! Sind eine vollkommen andere Welt als... sowas wie, hier, Random Games quasi, kann man ja schon sagen. Weil kommt schon, Leute, das sind irgendwelche random Leute. Die man nicht kennt und... Die sind meistens auch nicht allzu gut. Oder gut, aber halt nicht so gut wie Pro-Player wie ich, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Und ja, deswegen, ne? Komm her, Bitch. Das ist nice. Bis jetzt, ich habe sogar aufgeholt. Ich hoffe, ich gewinne das noch. Manchmal sieht das dann doch nicht so toll aus. Einer von unten, glaube ich. Ne, doch nicht, doch nicht. Okay, hab mich verhört. Das war der, den ich gerade ermordet habe. Wird auf jeden Fall ein spannendes Match. Ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf. Ich bin aber auch aufgeregt, muss ich sagen. Also, lügen kann ich da jetzt nicht. So, den letzten Kill mache ich dann mal so. Mal sehen, wer wird mein letztes Opfer sein? Oh nein! Oh Mann. Hi. Hi, my friend. Wer geht's dir denn heute so? Hallo. Hallo. Ich komme zu dir. Ah, ich wollte ihn messen. Oh nein, ich verliere das Spiel noch. Oh mein Gott. Granaten, letzter Kill. Mach den Granaten, letzten Kill. Ich will das... Oh mein Gott. Ja! Oh, das war knapp. Huh. Er hatte 29 Kills. Alter Schwede. Oh Gott. Oh. Aber ich hab noch gewonnen, weil ich Pro bin, man. Ich bin Pro, man. Pro. Pro-Skiller. Auf jeden Fall, ja. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Match. Ich freue mich sehr drauf. 20 Uhr, Call of Duty Shadows Kanal. Dürft nicht vergessen. Seid live dabei, wie, ja, unser Team. Okay, ist egal. Wer weiß, vielleicht kassieren wir auch. Kann auch sein. Also, ja. Wie geht's? Okay, ich werde das Video für heute mal stehen lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt wie badass. Ihr seid und liked dieses Video. Schau auf meinen Kanal vorbei, mehr Videos, die ich nicht produziert habe. Und abonniere jetzt und sagt schon mal, steht nicht für dich. Im nächsten Video wiedersehen, dann sage ich wie immer nur noch 3, 2, 1, Schau! Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen back zu einem neuen Video. Heute wollte ich euch meinen neuen Controller zeigen. Wie ihr alle wisst, ich...